Ich würde sagen, das Erlebnis, was jetzt am nächsten ist, ist halt auch meine Unternehmensgründung, dass mir halt auch das Gründungszentrum die Möglichkeit gibt und die Unterstützung gibt, ja, mich als Personal Trainer sozusagen selbstständig zu machen. Und genau, damit möchte ich jetzt durchstarten und das noch nebenher aufbauen, dass ich quasi einen anderen Standfuß aufbaue und mich da entwickeln kann. Und der Stadt natürlich auch was zurückgeben kann, weil ich schon sehr stolz eigentlich darauf bin, hier in Brandenburg zu wohnen und wieder hier zu sein.